Bonjour. Merci, dass ihr Astrid Lulling TV im Do-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen und lauschen. Lo sind ich noch der Sommerpause do mit neuen Emissionen für die Europaparlamentarier als Vakanz, nämlich praktisch River. Zwar gehen Sitzungen an den Kommissionen den 3. September an. Mit dem 4. September geht es dann auch schon los mit den vorbereitenden Fraktionssitzungen zu Brüssel für die Plenär zu Straßburg zu präparieren, die schon den 10. September angeht. Dazwischen hat die Fraktion von der Europäischen Volkspartei nach dem 6. und 7. September eine Bürositzung zu Florenz in Italien. Und ich selber sind durch nur von Nachmittag des 7. bis Samstag den 8. von der Region Toskana auf Montalcino eingeladen, wo ich an einer Feierstunde bis zum 7. September mit der Gilner Berry ausgezeichnet bin für mein Verdienste in der Heilung von der Bienenzucht in Europa. Zu Montalcino war ich schon im Jahr 2010 auf der 34. Settimana del Miele. Das heißt der Honigwoch, wo ich an einer damals internationalen Konferenz über die Apikulturspolitik teilgeholt habe. Ich freue mich, Montalcino rumzusehen, ein herrliches Städtchen rund um meine Festung aus dem 14. Jahrhundert, von der ein Vue hat auf eine von den schönsten Landschaften, die als weltweite Patrimoine von der Humanität klassiert ist. Aber darüber werde ich später zurückkommen. Leider sind während der Vakanzenwochen Probleme, mit denen wir an der Europäischen Union zu tun haben, nicht mehr klein gehen. Zwar als ich viel bemüht bin, für Solutionen zu finden oder die schon beschlossen waren, umzusetzen, aber leider muss ich feststellen, dass an der Population, besonders auch bei uns am Land, Zustimmung zu der Europäischen Union und zum Euro nach weiter auffällt, da das so ungerechtfertigt wie gefährlich. Als Politiker muss ich sich fragen, für was wir es nicht mehr fertig bringen, die Leute davon zu überzeugen, dass es uns ohne Europäische Union und auch ohne den Euro nach viel mehr schlecht geht, gehen, wenn es uns überhaupt zu Lützburg so schlecht geht. Weil es leider so ist, dass an den Medien Schlechtes und Negatives echte Neuigkeiten sind, die sie verbreiten, wie Gutes und Positives, sie viel negative Reaktionen von Leuten, die nicht besser wissen, aber auch von denen, die es eigentlich besser wissen müssten, zu erklären, was noch nicht immer zu verstehen. Diejenigen von uns, die sich viel mehr gehen, für die Probleme, die wir kennen, zu lesen, sowohl an den Regierungen wie am Europaparlament und auch an der Europäischen Kommission, und auch die letzten Wochen müssen erleben, dass es leider, besonders in Deutschland, Politiker gibt, die es nicht lösen können, sich immer näher mit populistischen Äußerungen, besonders gegen den Euro, zu profilieren, an der Hoffnung, daheim gingen sie Wahlen gewonnen. Was besonders bestimmt CSU-Politiker sich schon aussuchen gegen den Euro leisten, als gemein gefährlich. Ohne den Euro hat Deutschland schon haut mit Problemen, weil sie haben doch. Aber wenn es den Euro nicht gibt, dann kriegen sie dafür recht viel mehr. Dafür sind auch all die Populisten, egal aus welcher Partei, so gemein gefährlich, die auch nach Referendumen verlangen, für an der Eurozone oberleuchte Maßnahmen zu ergreifen, die wir ohne Vertragsänderung holen können und müssen, ohne nach mehr Zeit zu verlieren. Dass Benzinspreise bei unserem Rekordhechten erreichen, als Grund für was Leute gegen den Euro sind. Sie vergessen, dass die Europäische Union nicht Preise für den Rohöl, den wir aus Drittländern importieren, fixiert. Und dass der Barrel,
de moment méi kascht wie ugangs des Joers oder so gut 2008, wo er Rekordhéichten erreicht hat. Sicher as de Fett, dass den Euro gegenüber dem Dollar, da das die Währung, an der die meist Urlichgeschäfte aufgewickelt gehen, seit Januar 15% Wert verloren. Sicher ist das eine weitere Ursache für die hohen Spritpreise, die wir tanken gehen. Aber einerseits ist ein zu starken Euro auch ein Handicap für uns Exporte an Drittländer. Gegenüber denen wir ja schon viel Konkurrenzfähigkeit verloren haben, für was wir am Gange sind an eine Rezession heranzuschleudern, weil uns Wirtschaftsleistung auffällt. Auch zu Lützburg sind wir auf dem schlechten Weg. Das müsste endlich bei uns zur Kenntnis geholt werden, auch von der Regierung, die anscheinend um Herrn Max di Bartolomeo, Sänger sogenannter Pensiounsreform festhält, der ja aber davon ausgeht, dass Eiswirtschaft in den nächsten 40 Jahren pro Jahr 3% an Beschäftigung pro Jahr 1,5% ging, wo es was bedeutet, dass man dann über 700.000 Arbeitsplätze am Land müssen haben. Heute tun wir 510.000 Einwohner. Mehr unrealistisch, aber auch unverantwortlich geht es nicht. Wenn man die Lohnkästen durch mehr hohe Beiträge und Pensionsversicherungen nach weiter steigern, verlieren wir nach mehr an Kompetitivität und damit an Wachstum. Und da schaffen wir sicher keine weiteren Arbeitsplätze für Pensionen auf einem Niveau zu halten, die nicht mehr zu bezahlen. Wir sind den kommenden Generationen schuldig, Lohnmesuren zu holen, für Rentenajustemente zu machen, die verkraftbar sind und die auch von den Leuten verstanden gehen, weil Politiker die Courage haben, sie mit Zeit zu explizieren. Darauf drängt uns auch Europa, den Internationalen Währungsfonds, die OECD, weil du überall gewusst hast, dass man ohne couragiert auf verkraftbare Formen mit Zeit zu Lützburg riskieren, an griechische Verhältnisse zu landen. Und du hast dann nicht Europa und nicht den Euro schuld, mit all die Decideuren, die die Courage nicht aufbringen, mit Zeit die richtigen Reformen zu machen, für Schlimmeres an der Zukunft zu verhindern. Das war es für heute. Merci, dass ihr mir noch geläuscht habt. Und bis geschwind.